Schönen guten Tag. Heute ist der 20.8. und wir sind auf dem Highfield Festival. Gestern kam hier ordentlich was am Wasser runter, wie auch in weiten Teilen Deutschlands, weswegen einige Festivals abgebrochen werden mussten, beziehungsweise auch Tage ausgefallen sind. Am schlimmsten hat es das Chiemsee Summer Festival getroffen. Das muss sehr heftig gewesen sein. Es tut mir sehr, sehr leid. Für heute soll es aber jetzt, glaube ich, hier zumindest okay und gut bleiben, obwohl es teilweise auch nicht so schön aussieht. Naja, aber wir sind erstmal guter Dinge. Obwohl, naja, ich bin nicht so ganz guter Dinge, weil Folgendes ist passiert. Pass mal auf. Jetzt habe ich ja diese Kamera und die, also ich habe ja also natürlich auch noch eine in der Hand, mit der ich filme, aber das ist eigentlich meine Hauptkamera und die ist jetzt, pass auf, ihr kennt das, Legria-Benutzer kennen das vielleicht schon. Die Kloppe geht näher auf. Geht nicht auf und damit geht nichts. Damit geht die Kamera auch gar nicht erst an. Und das ist scheiße, weil ich brauche die zum Filmen. Und jetzt habe ich aber schon den folgenden Plan geschmiedet. Bei uns mit an Bord und immer als sechster Mann auf der Bühne ist Robin Völkert. Robin ist unter anderem Multi-Instrumentalist, Produzent, bester Engineer, Studiobauer, verrückt im guten Sinne, Megatyp und Reparateur, weil er hat schon mal sein eigenes Keyboard umgeschmissen und das aber dann auch wieder repariert. Hey, oh, guck, die krasse Wucht des Aufschlags. Ja. Damals hat die hier die Klinkenbuchsen mit völliger Kraft, das Metall wurde verbogen, Richtung Platine geschüttet. Wenn man nun täte und hier viel drücke, dann biegt sich das PCB-Board, das auch etwas elastisch ist, mehr durch, als es dieser keramikkleine Baustein vertragen könnte. Und deswegen habe ich jetzt die große Hoffnung, ich habe extra ein bisschen Werkzeug mitgenommen, ich hoffe das Richtige, dass Robin vielleicht das reparieren kann. Wir könnten natürlich auch die irgendwie einschicken und reparieren lassen, aber dazu habe ich ja keine Zeit. Die muss ja gleich aufgebaut sein und dann stehen und filmen. Sonst gibt es keinen Vlog. Also muss ich jetzt Robin suchen und der muss mir die Kamera reparieren. Hoffentlich schafft er das. Ich habe mich stark verbraten. Ich wollte eigentlich nur den Wellensittich, wollte ich nur eine Option der Wärme bieten. Der ist zu diesem Essen zerfallen. Aber dafür darf er jetzt mietfrei in mir wohnen. Danke dir. Guck mal, Jungs, was passiert ist. Hier, Kamera. Ende. Schielauge. Mehr geht nicht. Haben Sie schon immer zwei davon? Klick, klick, ja. Der sogenannte Karl-Dall-Effekt, wenn man jetzt damit filmt. Das Blöde ist, der Karl-Dall-Effekt, das wird nichts. Und jetzt habe ich mir schon überlegt, was meint ihr? Wie sind die Chancen? Ob ich Robin irgendwo finde und der repariert die doch wohl, oder? Mhm. Mhm. Guck mal, es geht schon los. Gerade schnell geschrieben. Ich habe Robin eine Nachricht geschickt in einer kleinen Collage. Wie fandst du die Collage? Sehr gut. Ja. Und jetzt geht's schon los. Guck mal, die ersten Schrauben fliegen. Ja, das ist hier kaputt. Ich krieg's nicht fertig. Ich komm nicht rein. Der lässt mich nicht rein. Robin hat's nicht geschafft. Mist. Weil noch irgendwas geklebt ist. Naja, sei es drum. Produktplatzierung der ganz anderen Art. Gut, dann heute halt nur mit zwei Kameras. Was willst du machen? Folgendes ist passiert. Gerade kommt Steady hier einfach rein und sagt, ich habe Magic Hands. Gib mir mal die Kamera in die Hand. Nimmt die in die Hand. Ich achte gar nicht mehr drauf und plötzlich geht sie wieder. Was machst du das? Magic Hands. Frag mal die Frauen. Wissen die auch schon davon Bescheid? Ich glaube, ich rumgesprochen. Habe ich von Metzelder gelernt. Warum? Da kommt hier mehr Luft rein, da kann man viel besser mit der Spanne treten. Mit der Spanne? Ja. Guck mal, hat er von Metzelder gelernt. Wenn du damit im Sturm, Metzelder ist im Sturm. Naja, nein. Wenn du damit den Elfer mit der Spanne nimmst, Dann kannst du Bananenflanke kommen. Haltet euch bitte die Ohren zu. Scheiße, ich weiß aber auch, wenn ich mehr mit Fußballer gut habe. Oh. Abgewählt. Try to play.
Liebe Freunde, das sind Abende genau wie diese hier, weswegen wir diesen Scheiß jetzt schon 23 Jahre lang machen dürfen. Und ey, so viel sei gesagt, wenn das hier die Marke ist für die nächsten 23 Jahre, dann werden wir euch noch so saulang auf den Sack gehen, ihr Arschgeigen.